Herzlich willkommen zu unserer ersten Wochenrückschau von Merkzettel in diesem Semester. Wir sind aus der Online-Redaktion. Ich bin Isabel. Und ich bin Dennis. Und wir werden euch jetzt ein bisschen berichten, was in dieser Woche Interessantes passiert ist. Ja, da gab es zum einen einen sehr interessanten Artikel. Nämlich wurde in Iserlohn eine Männerkochschule angeboten an der Volkshochschule. Ja, das ist so ein bisschen ein Thema für unsere männliche Zunft. Sehr interessante Ergebnisse rausgekommen. Ja. Warum warst du nicht selber da? Weil ich schon genug koche. Okay, dann geht's weiter mit Kultur. In der Kinderbücherei hatten Kinder bis zu 16 Jahren die Möglichkeit, sich zu Jedi-Rittern ausbilden zu lassen. Es ging um eine Lesung zum Thema Star Wars und es ging eigentlich darum, die Kinder animieren, mehr zu lesen. Das war der Star Wars Reads Day, der da stattgefunden hat. Und wenn ihr dafür mehr erfahren wollt, dann könnt ihr euch auf merkzettel.de mal reinklicken. Dann waren wir natürlich auch sportlich unterwegs diese Woche. Unser Redakteur Philipp war zu Gast bei der ERG Iserlohn, sozusagen dem FC Bayern des deutschen Rollhockeysports. Und er hat dann mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins gesprochen über das 50-jährige Jubiläum dieses Jahr des Vereins. Aber auch über die kommenden Gegner, da geht es nämlich gegen harte Brocken, zum Beispiel FC Barcelona und FC Porto im Europapokal. Und ja, ich selber hatte auch eine ganz interessante Aufgabe. Ich war beim Jugendbasketball-Herbstcamp an der Sundernallee. Da haben sich letzte Woche etwa 50 Jugendliche getroffen zum Basketballspielen und die wurden von professionellen Coaches trainiert, unter anderem auch dem Trainer der Nummer Iserlohn Kangaroos, Matthias Grote. Sehr interessant. Auch talentierte Jungs dabei. Beim Ressort Menschen hatten wir ein sehr interessantes Porträt und auch ein sehr aktuelles Thema. Da ging es um die Frau Sabrina Paul. Die leitet das neue FitX Fitnessstudio auf der Seilerseestraße und sie hat so ein bisschen von ihrem Alltag erzählt und mit welcher Leidenschaft sie eigentlich an ihre Berufung sozusagen dran geht. Und dann haben wir auch über den Tellerrand quasi hinausgeschaut, also was um Iserlohn herum quasi passiert ist. Da steht ja diese Woche das Halloween-Fest an. Da haben wir auch einen interessanten Artikel, was so den Ursprung, die Herkunft des Fests angeht. Und wie sich Halloween im Laufe der Jahre verändert hat. Und wir schauen auch auf die Präsidentschaftswahlen in den USA und nehmen da besonders Donald Trump unter die Lupe. Und zum Ende wollen wir euch noch natürlich unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Merkzettel.de. Zum einen unsere Homepage, dann Facebook, Twitter und Instagram. Ja, folgt uns, liken, teilen, alles sehr erwünscht. Ja, das war's in groben Zügen von uns. Bis nächste Woche, da haben wir auch wieder interessante und spannende Themen dabei.